Hallo liebe Fabela-Family, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Fabela TV Geschichten und Spiele. Hier ist Fabian und ich bin zurück in The Parallax. Doch bevor ich mit der Geschichte beginne, gibt es erst einmal die Grüße. Und die gehen heute an Location de Janeiro. Außerdem gibt es herzliche Glückwünsche für Julia Dvorak, denn sie hat heute Geburtstag. Also Happy Birthday to you. Und ich hoffe, du hast auch einen schönen Tag gehabt und toll gefeiert. Und vielen Dank übrigens noch an André Schweiker, der diese tollen Fabela TV Fanarts beigesteuert hat und auch eine eigene Geschichte geschrieben hat in der Wattpad App. Und die könnt ihr in einem eigenen Video sehen, also schaut mal vorbei. Und jetzt geht's los mit der Geschichte. Ihr seht es hier im Menü von The Parallax. Haben wir noch ein paar andere Chats, wo ich zumindest mal ganz kurz reinschauen will. Bei Jiminy, ja, da sind nur die Entfernungsangaben, wo sich das Auto befindet, wo der David hin möchte. Den Helpbot, da möchte ich gar nicht reinschauen, das hat nie irgendwas Sinnvolles zur Geschichte beigetragen, dient wirklich nur für den Spieler. Und Professor Agnell, das könnte allerdings interessant sein. Aus den Aufzeichnungen von Professor Agnell. Fräulein Jenke, der Flug war turbulent, unruhig, unbequem und laut. Mit einem Wort, grauenvoll. Ich bin froh, festen Boden unter den Füßen zu haben. Im Nachhinein betrachtet frage ich mich, was in aller Welt mich bewogen haben könnte, diese einpropellerige Höllenmaschine zu besteigen. Wissenschaftliche Neugier, werden Sie sagen? Richtig? Ich werde mir das ins Gedächtnis rufen müssen, wenn der Rückflug ansteht. Fräulein Jenke. Ich habe mein Lager aufgeschlagen, der Ruf der Wildnis. Ich bin ihm ein weiteres Mal erlegen. Und wenn ich diese Luft atme, bin ich sicher, es wird nicht das letzte Mal sein. Fräulein Jenke, der Morgen graut. Korrektur, er strahlt. Mein Schlaf war fest und erholsam. Ich werde mich nun ausgiebig stärken. Man sollte keine Abenteuer mit einem leeren Magen beginnen, richtig? Ich habe nun jene Lichtung im Urwald erreicht, an der ich bei meinem letzten Feldgang die ominöse Frucht aufgelesen habe. Leider fehlt nun jedwede Spur davon. Das war durchaus keine unbedeutende Population. Das Stammgeflecht hat sich über weite Teile dieser Lichtung erstreckt. Es verwundert mich doch, dass es nun gänzlich verschwunden sein soll. Nach meinen Erfahrungen hoffe ich nicht, dass die indigenen Gruppen die Frucht als Nahrungsquelle nutzen könnten. Es würde auch nicht dem Verständnis von agrikultureller Bewirtschaftung der Menschen hier entsprechen, die Pflanzen vollständig zu roden. Ich setze nun meine Wanderung fort. Ich befinde mich am Rande einer Schlucht. Um meinen Weg fortsetzen zu können, ist es wie bei meinem ersten Besuch vonnöten, die Schlucht mit Hilfe einer Hängebrücke zu überwinden. Das Problem ist die Nichtexistenz jener Hängebrücke. Ich muss einen alternativen Weg einschlagen. Ich werfe nun eine Münze. Bei Kopf gehe ich nach links den Bergen entgegen. Bei Zahl gehe ich nach rechts in ein dichter bewaldetes Gebiet. Die Münze zeigt Kopf. Ich setze meine Reise in Richtung der Berge fort. Dies erscheint mir als der interessantere Weg, zumal ich dort Höhlen und möglicherweise Grabstätten vermute. Dies natürlich rein hypothetisch, da ich für eine Erkundung tiefer gelegener Höhlen weder vorbereitet noch ausgerüstet bin. Es gilt jedoch, jede Gelegenheit beim Schopfe zu packen und das Beste aus der unerwarteten Planänderung zu machen. Orte zu betreten, auf die seit Jahrhunderten kein Mensch einen Fuß gesetzt hat, kann in nahezu jeder Lage als die beste Option bezeichnet werden. Fräulein Jenke, ich folge dem Verlauf der Schlucht. Der Aufstieg ist mühsam. Ja, es ist ein Aufstieg. Diese erbarmungslose Nicklichkeit von Weg verlangt mir alles ab. Er verläuft mit einer kaum wahrnehmbaren und doch eindeutig vorhandenen Steigung, die auf Dauer jeden einzelnen Muskel des Körpers aufs Äußerste martert. Ich gönne mir eine Pause. Die Pause hat gut getan. Frisch erholt und neuen Mutes schreite ich voran. Fräulein Jenke, die Dunkelheit breitet ihre Schleier über das Blätterdach des Urwalds. Ich werde nun mein Lager errichten. Der Urwald singt mir ein schauriges Schlaflied. Ich höre Stimmen, tiefe Stimmen, menschliche Stimmen. Sie rufen mich in drängender Ekstase.
Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. Ich gehe dem Ursprung der Stimmen auf den Grund. Ich bin verletzt. Wenngleich ich mich dem Lux in seiner Nachtaktivität nicht unterlegen fühle, muss ich mir doch eingestehen, dass ich mit dessen Fähigkeit im Dunkeln zu sehen nicht konkurrieren kann. Ich bin in der stockfinsteren Nacht über eine Wurzelschlinge gestolpert. Dies soll mir eine Lehre sein, das Feld den Geschöpfen zu überlassen, die dafür geschaffen sind. Hier endet mein Weg nun. Das müsste ich sagen, würde ich mich von kleinsten Hindernissen abschrecken lassen und hätte mich der Forschergeist über die Jahre nicht gelehrt, dass die erstaunlichsten Entdeckungen sich niemals ohne Anstrengungen offenbaren. Vielmehr muss man dem Zahn der Zeit die Wahrheit mitunter gewaltsam entreißen. Während ich diese Zeilen notiere, stehe ich einer imposanten Felsformation gegenüber. So imposant, dass mir der Versuch, das Gebirge zu erklimmen, mit meinen Mitteln als wenig erfolgversprechend erscheint. Daran, das Massiv zum Wandern ist angesichts der Ausmaße ebenfalls nicht zu denken. Mir bleibt also nur, den Weg ins Unbekannte zu suchen. Ich tue dies nicht ohne Furcht, das gebe ich zu. Geht doch von der unheimlichen Formation der Atem des Diabolischen aus. Dennoch darf ich mich von solchen irrationalen Empfindungen nicht leiten lassen. Ich blicke auf das, was vor langer Zeit möglicherweise als Zugang in das Innere des Berges gedient haben mag. Dieses Tor in die Unterwelt ist nun aber verschüttet. Ob hier Menschenhand am Werk war oder die Natur ihre Exklusivität zurückgefordert hat, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Die andeutungsweise zu erkennenden Reliefs an der Felswand lassen jedoch darauf schließen, dass einer alten Kultur der Zugang durchaus bekannt war. Mehr noch, es ist nicht auszuschließen, dass er künstlich geschaffen wurde. Warum das Tor jedoch aufgegeben wurde und nun verschüttet daliegt, kann ich nicht sagen. Ich mache mich daran, das Geröll zu beseitigen. Es war eine schwere, mühselige Arbeit, die mich in der gleißenden Sonne mehrere Stunden gekostet hat. Nun ist der Zugang jedoch freigelegt und ich blicke in den Schlund der grenzenlosen Dunkelheit, in die seit Generationen kein Mensch mehr vorgedrungen sein mag. Ich, Gregor Agnell, werde dies nun tun. Wünschen Sie mir Glück. Zunächst einem schmalen, steilen Schacht in die Tiefe gefolgt und frage mich nun, ob der Rückzug ohne weiteres möglich sein wird. Ich befürchte sogar, dass ich einen anderen Weg aus diesem nasskalten Grab finden muss. Der Abhang war steil und rutschig und herabfallende Felsbrocken haben mich nicht nur einmal um Haaresbreite verfehlt. Nachdem ich nun eine steile Treppe hinabgeschritten bin, besteht kein Zweifel mehr. Dieses Bauwerk haben Menschen in den Fels getrieben. Angesichts der primitiven technischen Mittel, auf die die Fertigung der Stufen schließen lässt, muss dies eine bemerkenswerte Leistung gewesen sein und deutet auf einen übermäßigen Willen hin, den meist nur religiöse Motive entfesseln vermögen. Dies könnte eine bedeutende wissenschaftliche Entdeckung werden. Die Anwesenheit menschlicher Kultur an diesem Ort ist nun endgültig bewiesen. Die Beurteilung des hier Geschaffenen erlaubt nur eine Erkenntnis. Bemerkenswert. Absolut bemerkenswert. Während ich mich bislang durch enge, notdürftig herausgearbeitete Gänge bewegt habe, habe ich nun eine Höhle erreicht, die den prunkvollen Ballsälen französischer Könige in nichts nachsteht. Freilich ist an dieser Stelle kein Gold und Porzellan zu erwarten. Die kunstvoll ausgeführten Malereien, die gigantischen Reliefs und die überlegte Einbettung der geologischen Architektur in ein Gesamtkunstwerk unendlicher Schönheit lassen mehr staunen, als es Michelangelos Pietà je könnte. Zumal diese Leistung ungleich höher eingeschätzt werden muss, bedenkt man das fantastische Alter, das diese Schöpfung haben muss.
Während die sich selbst rühmende alte Welt noch weit davon entfernt war, wenigstens ein Haufen unzivilisierter Barbaren zu sein, hat hier eine Hochkultur ein Monument errichtet, das die Jahrtausende überdauern sollte. Riesigen Reliefs und aus der Felswand gehauenen Statuen sind meiner ersten Interpretation zufolge Götzenbilder mythischer Figuren. Fast alle sind Bildnisse eines mächtigen Wesen, das ich Mischung aus Orang-Utang und Riesenkalmar titulieren möchte. Das grausige Fantasiewesen hat außerdem spitze Flügel aus Knochen und einer ledrigen Haut. Bei aller Ehrfurcht, die es diesen schauderlichen Kunstwerken entgegenzubringen gilt, hat das Geschöpf doch durchaus etwas Abstoßendes an sich und schon der Anblick erschüttert mich in Mark und Bein. Ich wage mir nicht vorzustellen, welche dionysischen Riten an diesem Ort vollzogen wurden, welche archaische Mythen mögen einen Götzen dieser Hässlichkeit hervorgebracht haben.